Welcome, Internet, to the first stream of a real talk at the Chaos Zone TV stream, and we are going to talk about social networking, which is a quite common topic, and I hope you will all have a very nice RC3, the second one, which is completely remote. And for this talk, I welcome our first speaker, which is Steffen from the EEConnect Foundation, and he will talk about solving social networking through interconnectivity, and will try to explain us how we can exchange messages in between different social networks and so on. So, Steffen, the stage is yours. Alles klar, vielen Dank. Ich werde auf Deutsch präsentieren. Ich hoffe, mit der Übersetzung klappt alles. Aber ja, also ich freue mich, jetzt hier aus meinem Wohnzimmer streamen zu dürfen. Natürlich wäre es in Persona schöner. Aber ja, trotzdem, ich freue mich mega jetzt hier direkt am Anfang der Konferenz den Platz bekommen zu haben. Und ich freue mich auch, die Gelegenheit zu bekommen, über unsere Forschung zu erzählen. Und ja, bin gespannt, was sich hier heraus alles entwickeln wird. Und ich hoffe, dass es ein informativer Vortrag wird. Genau, das Thema ist Solving Social Networking for Interconnectivity. Das heißt, Solving sagt ja schon mal, das sind Probleme. Ich glaube, die meisten wissen es gibt mehrere negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ich gehe da nachher nochmal im Detail drauf ein. Aber Mediensucht, Radikalisierung, das Machtmonopol an sich, Datenschutz schon lange. Es ist gerade eine komische Situation, in der wir hier unsere private Kommunikation haben. Wir haben eine Infrastruktur, die Selbstbestimmung und Innovation hemmt. Also ist schwer, Innovationen in diesen sozialen Netzwerkmarkt einzuführen, oder auch wenn ich einfach nur was anderes verwenden möchte, dann bin ich von allen abgeschnitten. Ich kann nicht so richtig selber entscheiden, wo ich jetzt mit anderen Leuten interagieren möchte und über welche Technologie. Und was mich dann auch noch ganz oft auffällt und was mich daran auch stört, ist diese scheinbare Alternativlosigkeit in der öffentlichen Debatte. Also sowohl wenn es um diese negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gibt, höre ich nicht so oft von konstruktiven Lösungen, aber auch ganz persönlich, wenn ich in meinem Umfeld oder irgendwo Leute treffe und erzähle, dass ich an Dezentralisierung arbeite, ist meistens die erste Reaktion erstmal, hey, warum sollte Facebook da mitmachen? Also selbst hier haben ganz viele Leute gar kein Verständnis, dass noch irgendwas über Facebook und Instagram hinaus existiert. Und genau, darum soll es heute gehen, dass ich möchte Hoffnung auf Besserung schaffen, dass es Ich möchte ein Bild zeigen, dass digitale Kommunikation auch besser ablaufen könnte. Ich möchte eine Infrastruktur aufzeigen, die Innovation und Selbstbestimmung zulässt und fördert. Und eine Alternative aufzeigen, genau. Das ist, worum es heute gehen soll. Erstmal ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Also all das, was ich hier an Forschung vorstelle, war vor allem in Zusammenarbeit mit meinem sehr guten Freund Martin in den letzten 2 Jahren entstanden. Seit dem letzten halben Jahr ist um die Realisierung herum auch ein größeres Team entstanden. Und es ist super spannend, dass es da jetzt mit dieser Arbeit, in der wir so lange geforscht haben, jetzt auch wirklich an die Realisierung geht. Und wir haben jetzt auch dann letzten September die EEConnect Foundation gegründet. EEConnect steht für Interconnective Networks. Was das bedeutet, darum geht es heute. Und wir sind eben eine gemeinnützige Organisation für Forschungsförderung und Verbraucherschutz. Das, was wir machen, also die Mission, ist die Entwicklung und Verbreitung von Protokollen für interkonnektive soziale Netzwerke. Und warum wir das Ganze machen, ist eben zur Förderung einer selbstbestimmten Gesellschaft mit gesunden Kommunikationsformen. Das ist, was unser Herzensthema daran ist. Genau, technische Einordnung. Was geht es heute? Also es geht um digitale Kommunikation im ganz Allgemeinen. Das kann auf verschiedene Weisen ablaufen, technisch gesehen, zentral und dezentral. Wir sind im Dezentralen. Dezentralisierung von digitaler Kommunikation ist natürlich die Interoperabilität als Konzept, ein Standard. Und wir möchten
daran vergleichen, was wir eben mit der Interkonnektivität verstehen. Und dann geht es eben danach auch im Detail darum, die nutzerseitige Kompatibilität, so nennen wir unsere Technologie, an die wir jetzt geforscht haben. Also da steigen wir dann wirklich tief in unsere Forschung ein. Genau, das ist, was es heute zu sehen gibt. Legen wir direkt los, wir haben einiges vor uns. Erstmal ganz kurz einen Überblick. Was meine ich denn, wenn ich digitale Kommunikation sage? Also digitale Kommunikation kann zwischen ganz unterschiedlichen Partnern verlaufen, entweder Leuten, die sich kennen, Gruppen, ganze Communities oder auch mit der Öffentlichkeit. Man kann sich Nachrichten, Profile, Blogs, Kalender, Interaktionsformate und Medienaustausch. Da gibt es alle möglichen verschiedenen Funktionalitäten. Und die Form kann zum Beispiel sehr privat sein. Es kann asymmetrisch sein, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video schaue, wo 500.000 Leute ein Video anschauen und ich dann mit einem Kommentar oder eine Interaktion setze, dann habe ich auf irgendeine Weise mit dem Influencer kommuniziert, auch wenn das unheimlich asymmetrisch ist, weil ich für den nur einer von 500.000 bin. Aber es war Kommunikation. Es gibt auch bedingte Formen der Kommunikation, wo dann eben Verarbeitung notwendig ist, wo zum Beispiel man nur bei jeder 10. Interaktion eine Benachrichtigung bekommen möchte. Oder auch ein klassisches Beispiel ist hier oft die App Tinder, wo man nur darüber informiert wird, dass man gematcht wurde, wenn beides gemacht haben. Also es gibt auch bedingte Formen von digitaler Kommunikation, da gibt es noch viele weitere Beispiele. Das ist nur so als Überblick, was wir hier meinen. Was ist digitale Kommunikation technisch? Da habe ich kurz die Folie eingebaut. Da ist jetzt unten Code drin, der ist jetzt im Detail gar nicht so wichtig. Was mir jetzt hier kurz wichtig zu zeigen ist, das Verständnis dafür zu geben, dass digitale Kommunikation sind einfach nur Programme und Programmcode, die auf verschiedenen Geräten ausgeführt werden. Und auf irgendeine Weise müssen die dann eben Daten austauschen und die müssen sich auch darauf verlassen können, dass eben das andere Gerät die Daten in einem bestimmten Format schickt und dann eben auch weiterverarbeitet. Und dafür eben braucht es Regeln, Protokolle nennt man das. Und wenn sich da einer nicht dran hält, dann klappt es mit der Kommunikation nicht. So, und das ist, warum wir heute über Protokolle reden werden, genau. So, jetzt springen wir direkt rein. Warum soll das Ganze meiner Meinung nach dezentral sein? Also nicht nur meiner Meinung nach. Ich gehe nachher nochmal auf weitere Aspekte ein, aber ganz allgemein gesagt bin ich der Überzeugung, dass Lösungen aus den Gemeinschaften kommen können müssen, in denen die Probleme auftauchen. Also dass es nicht eben zentral gesteuert ist und so ein paar Menschen für den Rest der Welt der Bevölkerung irgendwie festlegen, wie die zu reden haben, sondern dass dort, wo Leute ein Problem spüren, sie selber die Idee haben, dass es vorkommen kann, dass sie die Idee haben, wie man das jetzt lösen könnte. Und dann ist es, glaube ich, einfach nur gut für unsere Gesellschaft, wenn diese Idee dann auch umsetzbar ist. Und deswegen halte ich es für notwendig, dass wir eine innovationsoffene und selbstbestimmte Infrastruktur haben, dass eben diese Ideen dann sich auch organisch ausbreiten können, wie wir dann verschiedene Probleme in unserer Gemeinschaft lösen können. Und genau, warum geht das aber im bisherigen zentralen System nicht so gut? Da spricht man gerne vom Netzwerkeffekt. Der Netzwerkeffekt beschreibt einfach nur, dass der Produktnutzen für einen Konsumenten abhängig von der gesamten Nutzerzahl ist. Das ist intuitiv jedem klar. Wenn ich jetzt eben in ein soziales Netzwerk wechseln würde, wo keine Nutzer drin sind, dann hat diese Applikation für mich ja keinen Mehrwert. Ich kann dort ja keine Freunde treffen. Und das ist eben der Grund, warum die meisten Leute eben zu Netzwerken hingezogen sind, wo schon viele Leute dran sind. So, und daraus folgt jetzt schon, dass eben das Produkt, diese Applikation, die ich wähle, nicht mehr ausschließlich nach meinen persönlichen Präferenzen wähle. Und dann eben im Extremfall, wenn dann eben alle im selben Netzwerk sind, habe ich quasi gar keine Wahl mehr, keine Selbstbestimmung. Und das System wird so eben auch gegen externe Innovationen immun, wenn sich keiner mehr für diese Innovation überhaupt erst entscheiden kann. Und ja, das heißt, da ist jetzt die Konsequenz daraus, dass dann nur die im zentralen System, nur diejenigen etwas ändern können, die davon profitieren, wie es ist. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum in den letzten Jahren sich da so wenig in die positive Richtung bewegt hat bei den Mainstream-Netzwerken. Ich glaube, es gäbe da genug Leute, die Innovationsgedanken hätten und daran auch ein Interesse hätten. Aber die, wo das Ganze steuern, anscheinend wohl nicht, sonst hätte sich da ja ein bisschen mehr bewegt. So, und jetzt springen wir aber wirklich direkt rein. Wir haben auch noch viel vor uns hier. Was meine ich denn überhaupt mit Interkonnektivität?
Ganz allgemein meine ich jetzt erstmal, dass es Interkonnektivität zwischen Verbindungen gibt, zwischen verschiedenen Netzwerken. Also hier ohne diese grüne Linie, ich hoffe, die Farben erkennt man gut, wären es diese einzelnen Netzwerke nicht verbunden. Und da geht es eben darum, Verbindungen zwischen den Endpunkten zu schaffen. Was bedeutet das jetzt konkret für soziale Netzwerke? Naja, dass eben Kontakte über ihre eigenen Netzwerke heraus miteinander interagieren können. Das hat dann eben den Vorteil, dass jeder selber aussuchen kann, wo er sein möchte und trotzdem noch mit all seinen Kontakten und allen Communities frei interagieren kann. Und genau, und das am besten auch, wenn diese ganz unterschiedlich funktionieren und verschiedene Dinge machen. Also, dass dann eben auch Leute, die sich entscheiden, auf eine andere Weise technisch zu kommunizieren, trotzdem miteinander interagieren können. Das soll das Ziel sein. Was sind dabei jetzt die technischen Herausforderungen? Ja, zum einen eben eine Erreichbarkeit für die Kontakte über das persönliche technische Netzwerk hinaus. Also das eigene Netzwerk ist ja was bereits angeschlossen ist, und aber meine Nachrichten sollen ja auch dann die anderen Leute erreichen oder sollen auch mich von draußen erreichen. Und das zweite ist eben das Ausführen von Funktionalität, welche im eigenen System nicht vorhanden ist. Also wenn mir jetzt jemand eine Nachricht schickt über eine Technologie, die mein eigenes System gar nicht beherrscht, dann wäre es idealerweise so, dass das für die persönliche Kommunikation egal ist, weil ich möchte vielleicht eine Nachricht erhalten, auch wenn irgendwie unsere Systeme nicht kompatibel sind. Das wäre das Ideale, wenn man das alles ignorieren könnte. Und dann gucken wir uns mal an, wie das klappen kann. Fürs Erste, da brauchst du auf jeden Fall irgendeine Form von globale Adressierbarkeit, also irgendeine Variable, irgendeine Adresse, wo eben über alle Netzwerke hinweg ganz klar ist, das Paket soll jetzt nur bei mir landen. So, wir kennen das schon von E-Mail. Wenn ich, egal ob man seine E-Mail bei Yahoo, Gmail, Proton-Mail irgendwo hat, es kommt bei allen richtig an. Beim zweiten ist jetzt aber wirklich ein Problem da, dass ein Konflikt in sich drin. Wie soll mein System eine Funktionalität ausführen, das es gar nicht beherrscht, für das es gar nicht gemacht ist? So, und wenn man eben diese Anforderungen aber trotzdem voraussetzt, dann fällt daraus eigentlich direkt heraus, dass dann die Verarbeitung der Kommunikation, die Funktionalität, ja nicht in meinem System passieren kann. Die passiert dann bei meinem Kommunikationspartner. Und mein System muss diese dann aber irgendwie richtig anzeigen können, dass ich als Nutzer damit interagieren kann. Genau, daraus folgen dann auch zum Beispiel, dass immer der Initiator eine Kommunikation über die Kommunikationsform bestimmt. Also ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt ein Bild hochlade und mit meinen Freunden teile, dann suche ich halt aus, auf welche Weise damit interagiert werden kann. Genau, noch deutlicher wird es, wenn man es eben mit der Interoperabilität vergleicht. Dazu ganz kurz, was ist Interoperabilität? Interoperabilität ist quasi ein Synonym zu Dezentralität, das gehört zusammen. Das heißt einfach nur, dass Regeln gefunden werden, wie verschiedene Systeme miteinander interagieren können. Das sind hier jetzt die grünen Linien. Das ist wirklich die klassische Dezentralisierung. Hier geht es eben darum, Protokolle zur Abbildung von Formaten und Funktionalität zu finden. Ich habe jetzt mal einfach die Liste aus Wikipedia raus kopiert mit den aktiven Projekten, die es gibt, um einfach zu zeigen, das ist was, das ist schon absolut im Nutzen, das kann man jetzt schon verwenden, das sollte man jetzt schon verwenden. Und genau, das ist ja, was daran aber jetzt an Interoperabilität an sich das Problem ist, es gibt einfach ein paar Grenzen. Und die möchte ich jetzt kurz durchgehen. Das erste ist klar, verschiedene Interoperabilitäten sind dann untereinander aber wieder nicht kompatibel. Interoperabilität schafft ja eben, dass verschiedene Systeme über die gleichen Protokolle zusammen funktionieren. Wenn da jetzt aber verschiedene Systemgruppen verschiedene Regeln finden, dann funktioniert das in der Regel untereinander wieder nicht. Außer die haben wieder Teilinteroperabilitäten. Aber ganz allgemein jetzt nicht. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, ist denn nicht auch möglich, dass wir halt einfach eine Klasse Interoperabilität finden, die für jegliche digitale Kommunikation geeignet ist? Und jetzt schauen wir uns das an. Was wäre denn, wenn man so eine Interoperabilität fände oder findet? Ja, da kann man zum einen sagen, wenn man es unterscheiden kann zwischen nicht erweiterbarer Interoperabilität und erweiterbare. Was bedeutet das? Naja, einfach, dass man sagt, okay, ein Standard ist festgesetzt, Kommunikationsformen sind festgesetzt, oder man kann auch noch irgendwie neue Regeln hineinfügen, wenn man irgendwie coole Funktionalitäten findet. Da gibt es für beides viele Beispiele. Nicht erweiterte Interoperabilität ist dann eben aber ein Innovationshemmnis.
Was erstmal gar nicht tragisch sein muss, wenn zum Beispiel das Telefon hat ja auch ganz klare Schnittstellen. Also ich sage jetzt auf jeden Fall nicht, dass klare Schnittstellen etwas Schlechtes sind. Und man kann ja auch ein Telefon verwenden und dann weiß man einfach ganz klar, okay, wenn ich jetzt wen anrufe, das kommt jetzt da an, man weiß, was zu erwarten ist, das ist auch eine super Sache. Ist nur beim sozialen Netzwerken kritisch, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir als Menschheit schon ganz verstanden haben, wie wir das auf die beste Weise lösen und mit welchen Interaktionsformen. Das will ich konstruktiv für uns rankommen. Deswegen glaube ich, dass Innovation in dem Sektor einfach noch wichtig ist, dass wir da noch viel machen müssen und das noch nicht zu früh festsetzen sollten. So, und was passiert jetzt eben mit dieser erweiterbaren Interoperabilität, die ich angesprochen habe? Ja, da gibt es verschiedene Quellen für Kompatibilitätsschwächen. Das ist nicht nur theoretisch, das ist, was wir eben auch in der Praxis sehen, zwischen den verschiedenen Systemen, die ja alle schon live sind. Zum einen, wenn man eben sagt, okay, wir haben jetzt eine erweiterbare Interoperabilität, die für alles gemacht ist, na, dann habe ich aber wieder Kompatibilitätsschwächen in den Endanwendungen, wenn die dann eben zu unähnlich sind. Also entweder wenn die das Protokoll nicht ganz umgesetzt haben, weil die nur Teile davon brauchen, und wenn dann hier eine Applikation, die zum Beispiel wie Mastodon, die ein Twitter-Klon ist und für Microblogging, Kurznachrichtenaustausch, und zum Beispiel eine andere App, die für Schach, eine Schach-App, dann kann da vielleicht ein Protokoll sein, die das Austausch mit den, ermöglicht, mit denen zu interagieren. Wenn aber die Applikation am Ende nicht das umsetzt, was da ankommt, ist es auch wieder nicht kompatibel. Oder auch, wenn einfach, wenn das eben dann ein, wenn man eben davon ausgeht, dass wir jetzt ein globales Interoperabilitätsnetz haben, wenn es auf verschiedene Weisen umgesetzt wird, gibt es auch Kompatibilitätsschwächen. Natürlich kann man sagen, ja, wenn ein Protokoll nicht richtig umgesetzt wird, dann gibt es immer Schwächen, klar, dann könnte man ja nie das richtige Protokoll finden. Aber dadurch, dass Interoperabilität da wirklich ins Detail geht und dann gibt es einfach manchmal verschiedene Datenstrukturen, wenn man sich auf verschiedene Sachen fokussiert. Und das sind schon einfach reale Themen. So. Und dann kommt auch noch hinzu, dass auch gar nicht alle Netzwerke miteinander interoperabel sein wollen. Da gibt es zum einen einfach die geschlossenen Netzwerke, die daran wirtschaftliches System haben, ihre Daten drin zu halten. Zum anderen gibt es aber auch einfach Communities, die mit ihrem Stand gerade sehr zufrieden sind. Das habe ich jetzt auch wirklich schon öfter gehört. Aus verschiedenen Communities-Bereichen, die wollen gar nicht Mainstream werden. Die sind richtig froh über ihre Gesprächskultur. Und es wollen auch gar nicht alle Netzwerke föderiert sein im Allgemeinen. Natürlich gäbe es auch da wieder alles Sachen, wie man es lösen könnte. Aber an und für sich, wenn man es dann eben zusammenfasst, vielleicht gibt es irgendwann diese perfekte Interoperabilität. Heute ist es einfach noch nicht so, dass alles interoperabel ist. Und deswegen glaube ich, dass wir immer noch große Chancen in der Interkonnektivität auf jeden Fall haben. Ganz kurz, diese Begriffsabgrenzung, die ich jetzt hier einführe, die ist eher praktisch als endgültig. Also, weil diese Interkonnektivität, die ich beschreibe, die fällt auf irgendeine Weise auch wieder an sich unter die Definition von Interoperabilität, weil auch diese Systeme ja auf eine Weise ja dann miteinander interoperieren. Es ist aber einfach geschickt für mich, das auf diese Weise zu, diese Wörter so zu verwenden, dass ich eben Interoperabilität sehe mit dem Ziel, möglichst viel Kompatibilität zu erreichen, indem ich Formate und Funktionalitäten definiere, die dann von möglichst vielen Applikationen konstruktiv verwendet werden können. Und dass ich auf der anderen Seite mit Interkonnektivität mir aktiv das Ziel setze, Formate und Funktionalitäten möglichst unabhängig zu halten und trotzdem dann eben eine Nutzungskompatibilität zu haben. So, wie sieht es dann eben auf den verschiedenen Ebenen aus? Ich habe jetzt hier für Interoperabilität, das sind die oberen beiden, Interkonnektivität sind die unteren beiden. Auf der linken Seite sieht man dann nur, was jetzt quasi, das ist auch nicht alle Interoperabilitäten sind gleich, missverstehe mich da nicht falsch. Aber im Allgemeinen, wir gucken uns erst das obere an, funktioniert Interoperabilität eben, dass es eben die Steuerung und die Funktionalität von der Kommunikation lenkt. Und dann eben zwei verschiedene Applikationen, hier in hell und ein bisschen dunkleres Grün, dadurch kompatibel sind, dass sie eben bis zur Präsentation hin eben alle Daten, alle Funktionalitäten komplett interpretierbar für das System sind. Und dann kann die Endapplikation, weil es ja die Daten interpretieren kann, weil es dafür Regeln und Protokolle gibt, selber entscheiden, wie es diese präsentiert. In der Interkonnektivität gucken wir, das ist unten links, dass wir die Funktionalität eben nicht vorgeben, dass wir nur Regeln für eine allgemeine Steuerung setzen und dann in der Präsentationebene ein Fenster setzen, wo dann alles dargestellt werden kann, wie das
umgesetzt werden kann. Darauf gehen wir gleich noch ein. Und hier kann dann eben sein, dass wir eben okay, eine grundlegende Steuerung haben, die dann eben auch zwischen Systemen, die bisher nicht interoperabel werden, unten rechts, dann ist die beiden verschiedenen grünen Töne, die dann dadurch kompatibel werden, dass sie entweder, also wenn wir zum Beispiel aufs dunkle Grüne gehen, in der Präsentation sind ja oben zwei verschiedene Slots, es geht, dass die einkommenden Daten über die eigene Schnittstelle ausgegeben werden, über die eigene Applikation. Und falls aber irgendwo Kompatibilitätsschwächen sind, dann kann man einfach das Format vom hellgrün, also von dem dann die Nachricht kommt, verwenden. Das ist so grob das Ziel. Jetzt mal ganz blöd gesagt, was ist das Bessere? Ja, beide hat Vor- und Nachteile und man kann da nicht sagen, was ist das Bessere. Man könnte ja auch nicht sagen, was ist besser, ein Hammer oder ein Schraubenzieher, weil je nachdem, was man eben machen muss. Es gibt aber Nachteile. Also wir hatten ja schon gesagt, eben wenn man nicht erweiterbare Interoperabilität verwendet, ist es innovationshemmend. Wenn es erweiterbare verwendet, gibt es eben das Potenzial für Kompatibilitätsschwächen. Und das ist dann nachher für so ein soziales Netzwerk schon wirklich entscheidend, wenn verschiedene Gruppen verschiedene Technologien verwenden und dann kommen irgendwelche Kommentare nicht an. Das ist dann für Laien oft einfach ein, wenn es noch nicht nachvollziehen ist, warum es an Nachrichten nicht ankam, ist es dann kein gut nutzbares System. Die Interkonnektivität an sich ist aber auch, hat auch Nachteile. Zum einen wird ja das Format hier komplett vom Sender entschieden. Also ich habe keine Kontrolle darüber, in welchem Format dann das angezeigt wird, was mir da geschickt wird. Und vor allem können Daten auch nicht interpretiert werden, weil die bei mir nur angezeigt werden und ich keine Festlegung habe, in welchem Format diese Daten da ankommen. Genau, das mit den verschiedenen Werkzeugen habe ich schon gesagt. So, okay. Und jetzt nochmal zusammenfassend. Dass ich da die Chance drin sehe, dass die Interkonnektivität überall dort aushelfen kann, wo die Grenzen von Interoperabilität erreicht sind. Also im Beispiel haben eben Alice und Bob einfach ganz unterschiedliche Kommunikationsanforderungen, sie verwenden was ganz anderes. Und obwohl ihre Systeme das nicht Sinn macht, jetzt interoperabel zu gestalten, weil einfach die Anforderungen so verschieden sind, wollen am Ende des Tages die beiden vielleicht doch einfach miteinander kommunizieren können. Und dann aber hoffen wir, dass eben die Interoperabilität in seinen verschiedenen Formen auch überall dort aushelfen kann, wo die Grenzen von Interkonnektivität erreicht sind. Also wenn ich zum Beispiel eine super tolle Einladung geschickt bekomme, dann ist es super, wenn die mir angezeigt wird. Aber ich möchte ja vielleicht auch, dass dann das Datum, was darin vorkommt, automatisch mein Kalender übertragen wird. Und dazu brauchst du auf jeden Fall auch wieder die Funktionalität und die Formate definiert. Und deswegen ist, kann ich mir vorstellen, dass es so klappen kann, dass die Interkonnektivität und Interoperabilität so zusammenarbeitet, dass die Interkonnektivität dafür nutzt, dass es eine allgemeine Nutzungskompatibilität gibt. Also dass selbst wenn die Systeme nicht kompatibel sind, zumindest am Ende beim Nutzer eine Kompatibilität herrscht, dass der alles aufrufen und anzeigen kann. Und überall dort, wo es möglich ist, eben durch die Interoperabilität auch eine Verarbeitungskompatibilität herrscht. Also dass man eben sagt, man kann das eigene System, kann die einkommenden Daten auch wirklich interpretieren und verarbeiten auf die Weise, wie das der Nutzer möchte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel jetzt sechs Applikationen, die durch Interkonnektivität verbunden werden. Orange und Gelb wären es einfach eigene, geschlossene, zentralisierte Systeme. Und das Grün und Cyan, zwei verschiedene Interoperabilitäten wieder mit verschiedenen Applikationen. So ist die Idee, wie man sich das vorstellen kann. Und jetzt springen wir wirklich rein, wie wir das Ganze umsetzen würden bisher nach jetzigem Stand der Forschung. Wir erinnern uns an die Anforderungen. Also zum einen war das ja die Erreichbarkeit für Kontakte über das technische Netzwerk hinaus. Zum anderen war es eben die Ausführung und Interaktion mit Funktionalität, welche im eigenen System nicht vorhanden ist. Und das alles, natürlich muss es immer noch privat und sicher sein. Der Nutzer soll am besten alles selber wählen können. Die Technologie soll möglichst nicht eingeschränkt werden. Die Leute sollen entscheiden können, was sie da verwenden. Und das Ganze muss aber auch noch realistisch und pragmatisch sein. So an diesen Sachen wollen wir uns nachher messen lassen damit. So, jetzt springen wir da mal rein. Was brauchen wir jetzt konkret, um interkonnektiv mit Leuten zu reden? Als erstes brauchen wir natürlich eine Applikation. Man braucht ja am Ende des Tages irgendeine App mit der, oder App oder Programm, mit der man als Nutzer dann mit dem System interagiert. Und das kann, wie stellt man sich das vor? Das haben wir jetzt eine schöne anschauliche Grafik. Das kann entweder sein, ich habe eine Applikation mit einem festen Nutzungserlebnis und darin wird ein extra Postfach eingebaut, wo dann eben Sachen in anderen Formaten ankommen können. Das Ganze kann in einen Feed direkt integriert werden, was da jetzt in anderen Formaten ankommt und mit anderen Technologien.
Oder man hat von vornherein eine Applikation, wo einfach nur all das angezeigt wird, was einem persönlich geschickt wird, unabhängig vom Format hintereinander weg oder auf andere Weise sortiert. Dann braucht man ein Home-Modul, eine Home-Komponente. Das ist analog zur E-Mail wieder. Also irgendwas, wo eine Inbox für mich Nachrichten annimmt. Das kann entweder eingebunden sein in bestehende Netzwerke, also links ein zentrales, in der Mitte ein dezentrales, wo man sagt, okay, diese irgendeine Netzwerke baut auch dieses so ein Home-Modul ein und wird dadurch interkonnektiv ein, wird dadurch interkonnektiv. Oder das Ganze kann auch losgelöst sein und man setzt einen Server auf, der wirklich nur für die persönliche Kommunikation zuständig ist. Und genau dann brauchen wir natürlich Kommunikationspartner, sonst ist das sonst langweilig. Die brauchen natürlich dieselbe Infrastruktur. Und dann kommt es eben noch dazu, also das ist hier der Kommunikationspartner, also wir sprechen hier wieder von Alice und Bob. Wenn Bob jetzt eine Funktionalität verwendet zum Kommunizieren, die Alices System nicht kann, dann braucht eben Bobs Kommunikation ein Funktionsmodul, was diese Brücken eben hilft zu überwinden. Und das kann entweder sein, links wieder, dass man jetzt ein bestehendes System hat, das sind jetzt zwei Module, also das ist sowohl das Home-Modul jetzt vom Bob und das macht auch eben die interne Funktionalität nach außen hin verfügbar. Es kann aber auch komplett unabhängige Service an das System angebunden sein. Und vor allem können aber auch, was ich hier schon Funkenmast dargestellt habe, datenfreie Formate bereitgestellt werden. Also dass einfach die Formate, in denen kommuniziert wird, einfach nur rausgeschickt wird, ohne dass man jetzt irgendwie zuhört, sondern einfach, wer fragt, kann es haben. Gut, das ist jetzt so diese Infrastruktur. Diese fünf Module brauchen wir jetzt in diesem einfachen Kommunikationsfall von zwei Partnern. Mit mehr Partnern wird es einfach nur unübersichtlicher, bleibt aber recht ähnlich. Und das füllen wir jetzt mit Leben. Wir gucken jetzt wirklich an, was brauchen wir jetzt, damit das alles so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Wir fangen an mit Identitäten. Was sind digitale Identitäten? Naja, ich habe oder jeder hat irgendwelche Informationen von sich online, die er mit anderen teilen möchte. Zum Beispiel ein Profil oder Foto halt mit Leuten. Und das wird dann eben im Home-Modul gelagert, gespeichert. Jetzt auch, wenn mein Handy aus ist, Leute die Bilder abrufen können, die ich mit ihnen teilen möchte. Und dann, meine Identität kommt dann auch in irgendeiner Form in den Kontaktlisten meiner Kontakte vor. Die müssen in ihrer App ja auswählen können, dass sie jetzt dem Steffen schreiben wollen. Dann braucht es eben die Adressen, die Adressierbarkeit, dass dann das Home-Modul, was die Inbox macht, dass dort Pakete auch für mich ankommen können. Was hier wichtig zu sagen ist, dass es die Möglichkeit geben sollte, pro Identität mehrere Adressen zu haben, dass wenn man eben mit ganz vielen verschiedenen Services interagiert, dass die Trackbarkeit reduziert wird. Genau, aber genau, zur konkreten Umsetzung, das können dann die Module auch wieder, haben da sehr viel Freiheit. Der Transportwesen, naja, es muss klare Regeln geben, wie dann eben da drin Pakete jeglicher Form transportiert werden und dann eben auch woanders ankommen. Jetzt ganz kurz, das habe ich jetzt am Anfang nicht dazu gesagt, jetzt sage ich es aber jetzt dazu. Man sieht jetzt hier schon, natürlich habe ich jetzt hier das grüne und blaue Modul, habe verschiedene Sachen reingeschrieben, aber die Kommunikation kann auch in die andere Richtung laufen. Also wenn es natürlich braucht auch Bob eine Inbox. Dann wird es aber in der Grafik zu voll und unübersichtlich. Also das Ganze muss natürlich, weil es dieselben Module sind, auch gespiegelt gesehen werden am Ende. Für unsere Betrachtung gucken wir jetzt aber wirklich nur den Kommunikationsfall an, dass Kommunikation zu Alice reinkommt. Genau. So, dann brauchst du Authentifizierungs- und Sicherungssysteme. Auf Alice-Seite links mit den beiden Symbolen. Also, ich gehe jetzt nicht auf die Details von asymmetrischer Verschlüsselung ein, aber ich sage, was damit möglich ist. Zum einen gibt es eben, das ist das obere, dieser Vertrag, was signiert wird, die Möglichkeit, Daten zu signieren mit einem privaten Schlüssel, dass dann, wenn Leute, die diese Daten sehen, wissen, dass diese Daten auf jeden Fall von mir kommen. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit der asymmetrischen Verschlüsselung, dass dann zum Beispiel Bob ein Schloss mit meinem öffentlichen Schlüssel, also das rechts unten, das offene Schloss mit dem Bild ist ist mein öffentlicher Schlüssel, mit dem können Daten so verschlüsselt werden, dass alle wissen, die können nur von mir mit meinem privaten Schlüssel, das ist dann eben der Handschlüssel, auch wirklich geöffnet werden.
Das ist jetzt sehr ein Überblick. Wer das noch nie gehört hat, weiß ich, dass es ein bisschen schnell geht. Aber so grob eine Vorstellung kann man hier vielleicht bekommen. Dann braucht es eben noch zur Steuerung eben auch so Benachrichtigungen, Anfragen. Wir machen gleich ein Beispiel durch, dann sehen wir genau, was damit gemeint ist. Und dann eben geht es eben auch um die Präsentation, also wie tun wir jetzt diese Formate einbinden. Ja, da muss es eben das Applikationsmodul die Möglichkeit haben, Formate, die ankommen, darstellen zu können. Und das kann man sich ganz analog zu einem Internetbrowser vorstellen. Über meinen Internetbrowser kann ich auch alle möglichen Funktionalitäten einfach anzeigen lassen, die ja nicht vorinstalliert waren. Ich kann mein Online-Banking, ich kann ein soziales Netzwerk in meinem Browser aufmachen, wo ich alle möglichen Funktionalitäten umsetze, die aber gar nicht in meinem eigenen System vorinstalliert waren. Es wird einfach nur angezeigt. Ja, an dieser Stelle wird aber auch ein kurzer Interoperabilitätscheck gemacht. Das habe ich noch zur Vollständigkeit mit rein. Also wenn Daten reinkommen, wird kurz gecheckt, kann ich die selber darstellen? Und wenn nicht, dann wird eben von einem Funktionalitätsmodul eben die Formate angefragt, die werden bei mir angezeigt und dann kann der Nutzer damit interagieren. Und dann zum Schluss eben noch genau diese Interaktion müssen dann auch von dem fremden Funktionsmodul verarbeitet werden. Und genau, und dann haben wir das Ziel erreicht, weil wenn ich in einer fremden Funktionalität, wenn die umgesetzt wird, alles, was ich als Kommunikationspartner damit machen muss, wenn die bei mir richtig angezeigt wird, ist, damit interagieren. Und wenn die eben auch gehandelt werden, dann haben wir unsere Kommunikation aufrecht. So, und jetzt spielen wir das mal durch. Jetzt lassen wir da mal Pakete rumfliegen. Wir fangen jetzt eben beim Bob an, der ein Bild gemacht hat. Das möchte er teilen. Er hat eben den Kontakt. Er hat den Schlüssel und die Adresse von Alice. Hier passiert es eben Verschlüsselung. Zum einen wird erstmal das Bild in ein Paket gepackt, was vielleicht für mehrere Leute da ist. Aus dem Schlüssel, was eben sehr effizient ist, um Pakete zu verpacken, wird ein extra Schlüssel erstellt, mit dem nur Alice das Bild machen kann. Und da wird noch eine kleine Vorschau erstellt und gemeinsam mit dem Schlüssel noch ein extra Paket verschickt. So. Dann wird das eben geschickt, die Notifikation wird direkt verschickt. Das Bildpaket bleibt erstmal noch zurück, nur es kommt nur auf Anfrage, wird es verschickt. Dann ist da eben die Adresse bekannt von Alice, die Benachrichtigung erreicht sie. Sobald sie dann irgendwann mal online kommt, erreicht sie das. Sie macht das Paket auf, erhält die Vorschau und den Key, den es braucht. So, dann hat sie diese Vorschau auf ihrer App und dann natürlich muss sie da noch draufklicken, wenn sie es überhaupt sehen will. Dann wird es eben angefragt, dieser Inhalt mit einer Signatur, dass er eben sieht, okay, ich bin diese Person, die dieses Bild sehen darf. Und parallel dazu, wenn die Funktionalität nicht, Interoperabilität nicht gegeben ist, wird noch das Format angefragt. Das beides wird zurückgeschickt mit dem persönlichen Schlüssel, der mitgeschickt wurde, entschlüsselt und sie sieht das Bild. Genau, damit kann sie dann interagieren. Diese Interaktion wird vom Funktionalitätsmodul abgefangen. Und dann ist jetzt komplett offen, was das damit macht. Ob das jetzt sagt, okay, das gibt direkt eine Rückmeldung auf diese Interaktion, das kann vielleicht ein externes Netzwerk diese Interaktion bieten, oder es geht eben zurück zu Bob. Genau, jetzt von der Umsetzung. Diese Kommission, die wir jetzt hier vorgestellt haben, wir wollen jetzt anfangen mit der Prototypentwicklung, dass wir in wirklich ein einzelnes System das Ganze einbauen. I believe in one code hier als Motto. Dass es eben wichtig ist, das Ganze auch mal auszuprogrammiert zu haben. Dann geht es eben aber im Detail nachher darum, um die Protokollfestsetzung. Also dass es nicht darum geht, nur diese Module zu verteilen. Wie nachher die einzelnen Netzwerke diese Technologie umsetzen, ist im Detail nachher nur für die Netzwerke selber wichtig. Für die Protokollebene ist wichtig, dass aber eben die Werkzeuge klar definiert sind, dass eben auch verschiedene Systeme dort klare Regeln haben. Und in der Protokollfestlegung geht es dann eben vor allem um die Arbeit. Ich habe das hier durch die Steuerung unten dargestellt, die immer ein bisschen anders ist. Für die einzelnen interoperierten Systeme genau die Anforderungen zu finden, die dann am besten passen. Da müssen wir da genau hinschauen. Und dann geht es eben um die Integration, wenn es dann eben alles fertig ist, dass dann möglichst viele Systeme damit interkonnektiv werden können. Jetzt die Frage, ist das Ganze überhaupt möglich? Gibt es da Gründe, dass das passiert? Ja, ich sage,
Ich möchte jetzt vier Gründe nennen. Eine ist eben der Netzwerkeffekt wieder, der eigentlich das Problem war für Innovationen ins System reinbringen, hilft uns jetzt aber wieder. Wenn wir mehrere kleine Netzwerke verbinden, dann werden die durch den Netzwerkeffekt wieder jeweils besser, weil mehr Leute mit mehr Funktionalitäten miteinander interagieren können. Und so kann wirklich eine Welle auskommen, wie sich das vielleicht ausbreitet. Dann darf man nicht unterschätzen, wie einfach digitale Lösungen skalierbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Klimawandel lösen will und jedem ein neues Auto geben will, muss jedes andere Auto produziert werden. Wenn wir aber einmal Applikationen bauen, die in Open Source und gut funktionieren und einfach nur das Problem von privater Kommunikation sinnvoll lösen und sich das jeder auf sein Handy runterlädt, dann ist da plötzlich die Welt ganz anders. Das darf man auch nicht unterschätzen, wie dann doch so etwas schnell gehen kann. Der Leidensdruck und der politische Wille ist gerade auch wirklich da. Gerade in die Richtung von der Interoperabilitätsförderung tut sich da gerade viel. Und dann jetzt hier noch, als ich das geschrieben habe, kam gerade genau das Lied vom Casper und das fand ich dann auch einen schönen Gedanken. Er sagt in dem Lied Ariel am Ende: Ist es nicht noch nicht gut? Ist es noch nicht das Ende? Und so denke ich, kann man die Lage auch sehen, dass einfach private Kommunikation zwar was ist, was also digitale, private digitale Kommunikation, was ist, was schon eine Weile gibt, aber auch noch lange geben wird. Und ich glaube einfach fest daran, dass wir als Menschheit irgendwann schaffen, das Ganze sinnvoller zu lösen. Und genau. Jetzt möchte ich noch darauf reden, warum diese Besserung denn so wichtig ist, jetzt zum Abschluss nochmal. Ein Thema ist eben die Mediensucht. Ich möchte kurz zwei große Themen ansprechen. Das erste ist die Mediensucht. Erstmal, was ist Sucht? Das ist ein Fehlverhalten im Belohnungssystem im Gehirn. Und was passiert denn bisher? Naja, es ist absolut bekannt, dass die Anbieter gezielt mit ihrem Design der Belohnungspsychologie ausnutzen, um eben mehr Nutzungszeit und nachher mehr Werbeeinnahmen zu haben. Und die Anbieter profitieren eben von Wiederholung und immer wieder selben Vorsätzen. Und das tut wirklich gezielt einen ungesunden Umgang trainieren, oft schon im frühen Alter bei vielen Menschen. Ich möchte nicht allgemein es schlecht machen, wenn Leute einfach nur Inhalte finden, die sie inspirieren und miteinander kommunizieren und emotionale Sachen finden. Aber es ist wirklich oft großflächig ein ungesunder Umgang. Vor allem ist es eine Pandemie, wenn alle daheim eingesperrt waren. Und was hier jetzt meiner Meinung nach ein wichtiger Lösungsansatz ist, zum einen, dass in einem offeneren Markt die Anbieter angehalten werden, die Psyche der Menschen mehr zu wahren. Also wenn man wirklich die Wahl hat, wo geht man hin, dann gibt es ja vielleicht auch wirklich die Möglichkeit, dass ich mich dafür entscheide, was macht mich denn glücklicher, wenn ich da die Wahl habe. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt wirklich selber mich besser möchte und diagnostiziert Hilfe brauche, bisher kann ich entweder sagen, okay, ich bin komplett abgeschlossen, ich mache nicht mehr mit bei Social Networking, oder wenn ich jetzt irgendwie andere Applikationen verwende, die darauf gezielt dafür gemacht sind, ja, bin ich aber trotzdem wieder nicht mit meinen Freunden verbunden, weil Social Networking verbindet ja gerade, wie es im Mainstream angeboten wird, Sachen wie Kommunikation mit Freunden, Inhalte, die mich inspirieren, Prokrastination, so viele Werte. Und wenn ich dann merke, zwei davon tun mir gut, zwei davon tun mir nicht gut, dann ist es vor allem oft für Süchtige schwer, das Schlechte wegzulassen, wenn dann auch noch sehr gute Sachen gekoppelt sind. Und ja, mit Interkonnektivität könnte man einfach Applikationen bauen, die nur das machen, was dem Menschen gut tut. So, da gibt es keinen Grund, warum das nicht auch so sein könnte. Zweite große Thema, was ich ansprechen möchte, ist eben die Radikalisierung. Die großen Netzwerke sind für Entertainment gemacht und nicht für Debattenkultur. Das ist einfach ganz klar sichtbar. Und naja, problematische Beiträge werden dort eben oft blockiert. Ich habe Plus Minus gemacht, weil es natürlich nie genau diese Aussortierung ist. Und das führt aber dann Leute zu Quellen, wenn sie dann eben. Sie sehen, dass das, was Sie da diskutieren möchten, auch wenn Sie es manchmal nicht glauben oder auch das, was Sie glauben, das wird da blockiert. Na, das macht schon mal auf jeden Fall spannend, andere Quellen, wo es dann nur solche Inhalte gibt. Und das schafft dann aber wirklich parallele Realitäten, wenn dann Leute die Netzwerke auch wechseln, wo Menschen in technisch getrennten Netzwerken komplett verschiedene Dinge glauben. Und das ist jetzt ein Effekt, der noch darauf draufkommt, hinter der eh schon seit Jahren bekannten vorherrschenden Blasenbildung in sozialen Netzwerken, dass auch innerhalb von sozialen Netzwerken jeder seine eigene Echokammer hat, kommt dieser Effekt jetzt auch noch oben drauf. Und da ist eben der Lösungsansatz der Interkonnektivität, na, dass trotzdem, egal erstmal per se, was Leute glauben, alle Menschen miteinander verbunden bleiben und trotzdem noch im Austausch bleiben können, rein technisch. Okay, habe ich noch 3 Minuten? Ich habe gerade die Durchsage bekommen, dass ich dran bin. Ich komme zum Ende. Okay, danke schön. Und dann eben aber auch, dass konstruktive Debattenplattformen in die Mitte unserer Gesellschaft kommen können. Bisher, wo gibt es Debattenkultur? Ja, vielleicht irgendwo
Kommentarfunktion in einer Zeitung. Dort wird aber auch oft viel gehetzt, wenn dann eben nur die Leute, die eine sehr starke Meinung haben, dort engagieren. Oder es gibt irgendwo abgetrennte Expertenplattformen. Aber mit Interkonnektivität besteht eben auch die Chance, dass solche konstruktiv designten Plattformen in die Mitte der Gesellschaft rücken. Und das Dritte ist dann wirklich jeder andere Grund. Es soll einfach, die Selbstbestimmung ist meiner Meinung nach ganz essentiell, dass jeder selber entscheiden kann, auf welche Weise er mit wem interagiert. Ob jetzt irgendein Jugendlicher sagt, er möchte lieber mit Gedichten kommunizieren, aber durch Peer Pressure dazu dann nachher in ein Netzwerk gedrängt wird, wo nur mit Bildern kommuniziert wird und das passt ihm vielleicht nicht. Oder jeder mögliche Fall, da gibt es so viele Beispiele. Und genau hierzu diese Grafik, die Pyramide, die Interkonnektivität soll digitale Selbstbestimmung fördern. Und dann können Leute eben selber gesündere Online-Umgebungen wählen, was langfristig unsere Gesellschaft nutzen kann. Und unsere Gesellschaft braucht aber auch wirklich bessere, gesunde Online-Umgebungen. Und für gesunde Online-Umgebungen brauchen wir, dass Leute bessere Lösungen wählen können, ohne massive Nachteile zu haben. Und dazu brauchen wir irgendeine Form der Interkonnektivität oder Dezentralisierung, dass ich auch ohne Nachteile überhaupt erstmal digital selbstbestimmt bin. Deswegen jetzt zum Call for Action. Helft mit. Ich habe gesagt, wir fangen jetzt eben an mit der Prototypentwicklung. Meldet euch bitte, wenn ihr euch das Thema interessiert. Bis zum 25.01. stellt auch gerne Fragen. Ich habe da meine E-Mail, steffen@iconetfoundation.org. Wenn ihr in der offenen Entwicklung, Protokollforschung, Projektkoordination interessiert seid oder auch gern, wenn Leute, die nicht so technisch arbeiten, mitmachen möchten, mit der Wissenschaftskommunikation, Planung von Events und Fundraising können wir auch Helfer brauchen. Ansonsten, wenn ihr das ganze Projekt unterstützen wollt, Aufmerksamkeit hilft uns. Wir fangen gerade erst an, öffentlich zu werden. Wir empfehlen diesen Beitrag gern weiter, wenn du ihn hilfreich fandest. Der Austausch, wir wollen absolut wissen, wie andere Leute dieses Thema sehen, was sie von diesem Konzept halten. Spenden können uns helfen, dass wir eben die Leute in dem Projekt würdigen können und heute schon interoperable Netze nutzen und propagieren. Bring Freunde mit, mach guten Content. Das ist dieselbe Technologie. Wir müssen nur diesen Netzwerkeffekt überwinden und lasst uns eben zu besseren Lösungen kommen. Wie geht's weiter? Auf der Konferenz hier noch haben wir am Mittwoch zwei Sessions. Wir wollen erstmal um 2 Uhr gerne dazu einladen, technisch nochmal über das Ganze zu reden. Und um 4 Uhr nochmal ein bisschen weniger technisch, ganz frei einfach Ideen austauschen, wie bessere Online-Umgebungen sein könnten. Eben wie gesagt, am 26. für alle, die mitentwickeln wollen, gibt es ein Planungstreffen und direkt die Woche drauf machen wir einen Hackathon gemeinsam. Und im Ausblick planen wir eben in Tübingen hier auch so ein Digital Freedom Day, um dieses Thema ein bisschen in die Mitte Gesellschaft zu bringen. Und wir planen im November auch noch eine Social Network Entwickler Konferenz. Ich danke euch wirklich vielmals für die Aufmerksamkeit und für die Gelegenheit hier. Ich wünsche uns allen noch eine geile Konferenz. Das geht jetzt erst los. Ich freue mich mega und möchte mit unserem Slogan aufhören: We connect networks, we connect people. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag, soweit erstmal. Und uns haben auch ein paar Fragen erreicht. Die erste hast du, glaube ich, zum Ende hin mehr oder weniger schon beantwortet. Da ging es darum, welche Arbeiten sozusagen iConnect jetzt macht, um Interkonnektivität für Leute nutzbar zu machen. Ja, also zum einen natürlich ist der Kern der Mission, jetzt durch diese Technologie auch rauszumachen, zu entwickeln, nicht nur darüber zu sprechen. Da muss man aber auch abwägen, dass wir eben jetzt parallel dazu die Öffentlichkeitsarbeit, dass es nicht überhand abnimmt, dass wir jetzt nur darüber reden, was wir machen. Aber wenn wir, also jetzt gerade sind wir noch ein zu kleines Team für diese große Aufgabe und da haben wir uns dazu entschieden, dass auch nicht das Richtige ist, jetzt weiterhin nur zu zweit daran weiter zu forschen. Und versuchen wir die Abwägung zu machen, auch mit so ein paar Öffentlichkeitsaktionen. Und genau, aber die Kernaufgabe ist auf jeden Fall die Entwicklung der Technologie. Das ist, woran wir forschen, woran wir gemeinnützig sind, dass wir das auch alles an Open Source dann veröffentlichen. Genau. Die nächste Frage geht darin in die Richtung, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, sozusagen, inwieweit euer Konzept jetzt mit den vorhandenen Netzwerken kombinierbar ist. Ja, also mit geschlossenen Netzwerken. Also wir zapfen ja nicht von außen Netzwerke an. Die müssen eben sagen, dass sie unsere Technologien irgendwann umsetzen. Das heißt, welche Netzwerke da jetzt reinkommen, ist dann nachher der Entscheidung der Entwicklung selber. Und da müssen auch gar nicht alle rein. Es ist schon cool, wenn wir ein paar verbinden können. Was dann eben an Open Source nachher alles verbindbar ist.
Technisch, wir haben uns da viel angeguckt. Technisch habe ich nichts gefunden, wo ich sage, das wäre jetzt per se nicht interkonnektiv möglich. Außer natürlich solche Netzwerke, deren Geschäftsmodell ist, dass sie eben in einem Schweizer Bunker sitzen und mit nichts interkonnektiv sind. Natürlich, die haben da kein Interesse dran. Aber an für sich ist da technisch viel möglich. Und wir werden gucken, eben was mit dem Prototyp-Team, mit welchen Technologien wir gezielt anfangen, auf welchen wir zuerst unseren Prototyp aufbauen. Ja. Aber ich, Okay. also ich noch dazu einen kurzen Nachtrag. Ich spreche gern im Detail auf Nachfrage nochmal über einzelne Technologien oder kommt auch gerne hinterher auf mich zu. Genau. Alles klar. Nee, das ist jetzt hier noch nicht so ganz spezifisch, worauf Sie da hinaus wollen. Da müssen Sie sich dann selber an dich wenden. Tatsächlich sind das auch so alle Fragen, die mich soweit hier erreicht haben. Da würde ich sagen, wir danken dir nochmal und hoffentlich habt ihr dann noch viele Interaktionen auf dem RC3. Genau. Ja, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit hier. Es ist ja noch der Anfang der Konferenz. Kommt gerne in unserem Assembly vorbei, den müssen wir jetzt noch zum Laufen bringen. Wer Fragen hat, wer das hier noch sieht, schreibt uns gerne, kommt mit uns in Kontakt. Und ja, vielen, vielen Dank. Okay, das war der Vortrag Solving Social Networking through Interconnectivity. Und auf dem Kanal von Chaoszone TV gibt es dann den nächsten Vortrag um 16 Uhr. Carables Online Exhibition. See you in Singapur. Bis dahin, treibt euch auf den anderen Kanälen rum und man sieht sich. Tschüss.